Hallo liebe YouTuber, ich bin mal wieder im Wald und habe gedacht, heute nehme ich euch mit. Ich wollte euch nämlich was zeigen. Diese Taschenlampe, die kennt ihr ja, ne, hat aber etwas Besonderes. Sie hat hier hinten eine kleine Öse, wo man einen Schlüsselring reintun kann, weil sonst ist das Loch zu klein. Und dann eine 3 mm Schnur, die hängt man sich folgendermaßen um. So. Und die sollte so lang sein, dass man mit dem Ellbogen nicht dagegen haut. Hat den Vorteil, dass man diese Schnur so hier hinpacken kann, einmal mehr noch, so hier hinpacken kann, dann hat man, kann man alles sehen. Braucht man keine Stirnlampe, falls man nur so eine hat oder lieber so eine haben will oder einfach nichts am Kopf haben will. Ne? Ist gut das Ding. Hat übrigens 5 Leuchtenmodi, kostet auch ein bisschen, ist sein Geld aber wert. Und der 5. Leuchtenmodi blinkt selbstständig SOS. Der 1. ist viel zu hell, der 2. zu hell, der 3. sehr hell und der 4. ist so stroboskopisch zur Verteidigung oder wie auch immer man Disco heute nennt. Ja, und dann habe ich da noch eine Kleinigkeit. Aber erstmal einen Schluck Öl drehen. Ach ja, schön. Ihr gebt alle unheimlich viel Geld für eure Messer. Oh ja, erstmal ein Stück für eure Messer aus. Das darf alles kosten. Ich glaub's nicht mehr. Aber wenn es um eine Machete geht, dann muss das Ding unheimlich bitter. Ist übrigens auch ein Messer. Ne? Und ich sehe dann. Toll, ich habe eine für einen 10er gekriegt und ich sogar für noch weniger. Und eine hat dann mal 3 Groschen mehr ausgegeben. Und dafür ist der Griff dann schon nicht mehr aus Plastik, aber er klemmt sich die Finger. Und nach dem 2. Gebrauch ist schon eine Griffschale ab oder die Niete bohrt sich in die Hand oder irgend so ein Scheiß. Es gibt wesentlich schönere Sachen. Auch dafür sollte man Geld ausgeben. Dieses Teil hier ist von Bullson. Das ist eine wirklich schöne Machete mit Bullschliff. Hat übrigens 3 mm hier Klingenstärke und damit eignet sich das auch für Batoning. Und wenn ihr mal seht, das Ding ist gearbeitet. Ich komme mal dichter an die Kamera, sonst glaubt ihr es noch. Das Ding ist gearbeitet, da könnte man rückwärts fallen. Schaut es euch an. Ne? Das ist wirklich schön gearbeitet. Ne? Also ist aber eine Machete. Ne? Also, wenn ihr meint, ne, ihr wollt euch eine kaufen, Bullson gibt es bei diesen üblichen Internetanbietern, ne? Müsst ihr selber suchen, ich will da nicht Werbung für irgendeinen Laden machen. Aber die ist wirklich schön und mit der kann man auch Batoning machen und muss keine Angst haben, dass das Holz irgendwie zu dick ist. Weil wie dick darf das sein bei so einem vorschriftsmäßigen Pille-Palle-Messer hier? Ne? Und ich esse ja meine Wurst und zum Wurstschneiden darf ja die Klinge auch ein bisschen länger sein, weil es könnte ja auch sein, dass ich sie der Länge nach durchschneiden möchte. Ne? Ja. Ich stehe auf diese Kombination. Aber Hauptsache Earl Grey. Auf euer Wohl. Ach, das ist schön. Der Stuhl ist übrigens auch sehr super geil. Von Tom Schuh. Hat sogar einen gepolsterten Nackenkissen, sowas. Also echt angenehm. So eine schöne Hochlehne. Man müsste eigentlich Hochlehnen-Fallstuhl sagen. Sehr schön. Das ist übrigens mein alter Bundeswehr-Schlafsack mit den Ärmeln. Ich weiß nicht, warum man heute sowas nicht mehr herstellt. Ist super geil, das Ding. Habe ich seit 30 Jahren. Kann ich nur empfehlen, wenn noch einer so einen kriegt. Ne? Geht man damit sorgfältig um, hält sowas wohl ewig. Und das kann man von so einer modernen Plane nicht sagen. Aber das andere Ding ist gerade irgendwie leck. Da habe ich dann mal die genommen und so. Ist aber auch nicht so toll. Ne? Reicht, aber ein Rennen würde ich damit nicht gewinnen wollen. Ach, schön. So, das war's irgendwie. Ich würde sagen, wir sehen uns mal wieder. Ja. Bis bald im Wald oder so.